Bei diesem Krieg geht es auch um Landgewinne auf dem Gebiet der Glaubwürdigkeit. In Russland wird jedes Wort zum Angriff rigide vorgegeben. Schon wer diesen Krieg einen Krieg nennt, riskiert eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren. Und er spricht davon, dass die Regierung allen eine einheitliche Meinung aufdrängt, Abweichler unterdrückt werden, zur Not mit Gewalt. Nun meint er damit eben nicht das russische Regime, sondern ja, tatsächlich Deutschland. Und füttert so als Bundestagsabgeordneter Putins Propagandaapparat mit nützlichen Schauergeschichten. Sascha Adamek, Andrea Becker und Silvio Duwe. Zu seiner ersten Rede erteile ich dem Kollegen Eugen Schmidt das Wort. Eugen Schmidt, 46 Jahre, Bundestagsabgeordneter und ein Funktionär der Russlanddeutschen in der AfD. Wenige Tage vor dem Krieg warnt er davor, Russland Angriffspläne zu unterstellen. Auf Russisch. Хотят ли русские войны? Wollen die Russen Krieg? Das sind die Worte aus einem bekannten russischen Lied. Die Antwort ist einfach. Sicher nicht. Хотят ли русские войны? Нет. Es kam ganz anders. Und der AfD-Abgeordnete macht trotzdem weiter. Noch Tage nach dem Angriff gibt er ausgerechnet dem Fernsehsender des russischen Verteidigungsministeriums ein Interview. Darin zeichnet er ein düsteres Bild Deutschlands. Die Medien werden in Deutschland selbstverständlich komplett von der Regierung kontrolliert. Alternative, oppositionelle Meinungen sind nicht vertreten. Am vergangenen Sonntag setzt Eugen Schmidt noch einen obendrauf. Im Radiosender Komsomolskaja Pravda behauptet er, es gibt keine Demokratie in Deutschland. Das heißt, es wird eine einheitliche Meinung aufgedrängt, und zwar von der regierenden Elite. Und alle anderen politischen Meinungen werden mit allen möglichen Mitteln unterdrückt. Im Internet, in den Medien, unter anderem auch durch körperliche Übergriffe auf Andersdenkende. Eine regierende Elite verfolgt mit Gewalt Andersdenkende in Deutschland, behauptet der frei gewählte deutsche Abgeordnete Schmidt. Gleichzeitig diese Bilder aus Russland, in denen Demonstrierende niedergeknüppelt und eingesperrt werden. 13.500 Verhaftete sollen es laut des Menschenrechtsprojekts OVD Info sein. Dass Schmidt über Deutschland behauptet, was in Russland gerade passiert, empört Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt. Es gibt keine freie Berichterstattung mehr, keine Meinungsfreiheit. Menschen werden eingesperrt, wenn sie auf der Straße demonstrieren gegen den Krieg. Es werden alte Menschen eingesperrt, es werden sogar Kinder auf die Polizeiwache geführt. Und Herr Schmidt redet davon, dass hier was unterdrückt wird. Das Gegenteil ist der Fall. Der Russland-Experte Stefan Meister analysiert seit langem die Propagandamaschine Putins und die Rolle, die Stimmen aus dem Westen, wie die des AfD-Abgeordneten, darin spielen. Es ist letztlich dafür wichtig, dass man im Prinzip einen Augenzeugen hat oder einen Akteur hat aus Deutschland, aus dem Deutschen Bundestag, der die Narrative der russischen Propaganda bestätigt. Und da geht es ja auch darum, die russische Bevölkerung davon zu überzeugen, dass diese Dinge stimmen, ja, die da behauptet werden, die ja in großen Teilen Lügen sind. Oberhof in Thüringen. Heute früh spricht sich die AfD-Bundestagsfraktion in einer Klausur gegen generelle Wirtschaftssanktionen gegen Russland aus. Auch der Abgeordnete Schmidt ist vor Ort. Eine Interviewanfrage von Kontraste zum Krieg hatte er abgelehnt, schweigt auch, als wir versuchen, ihm eine Frage zu stellen. Eine kurze Frage. Sie haben in russischen Militärmedien gesagt, in Deutschland gäbe es keine Demokratie. Warum unterstützen Sie Putins Propaganda auf die Art und Weise? Zu den Aussagen Ihres Fraktionskollegen möchten sich die meisten lieber nicht äußern. Immerhin, einer aus der Spitze tut es dann doch, wenn auch etwas halbherzig. Was den Meinungspluralismus angeht, was die Frage der, ja, was dürfen Medien berichten, was berichten Medien, und das ist ja gerade Ihr Magazin relativ weit vorne, das immer Vorgaben macht, was berichtet werden darf, aber zu sagen, wir haben keine Demokratie, das ist Unsinn. Die AfD-Fraktion schreibt Kontraste einen dürren Satz. Bei den Äußerungen handelt es sich um die Meinung von Herrn Schmidt, die sich die AfD-Fraktion nicht zu eigen macht. Ich frage mich, Herr Schmidt, wer ist eigentlich Herr Schmidt? Ist er ein Abgeordneter des deutschen demokratischen Parlaments oder ist er jemand, der die Demokratie von innen zerstören will? Und ich habe den Eindruck, Herr Schmidt will die Demokratie selbst zerstören. Das werden wir nicht zulassen.